Ein weiteres Gedicht für den Don, denn er bleibt still wie Elton John, deshalb besteigt er hoffentlich bald den Solo-Q-Thron. Ich hab mir ein Mordekaiser-Shirt bestellt von Amazon. Ich wünsche euch ein gutes Mal, ne weiß Streams sind der heilige Gral. Diesen Champion so, der macht so Spaß! Holy shit! Wie cool das ist! Sokbang 맞추면 우클릭 하삼 모두 이동 가능. Mathe Mann, meine Damen und Herren. Da ist er. So, jetzt mal den mathematisch korrekten Pick nach Firi picken als nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das Projekt funktioniert. Ich hoffe, ihr habt alles mit aufgenommen. Jetzt können wir loslegen. Sehr lehrreich, so bin ich. So, jetzt erstmal schauen, was ist denn der beste Pick gegen Naviri? So, wo haben wir sie denn? Ich wollte gerade ins Bad gehen, aber leider ist Daniel beim Scheißen. Das heißt, ich komme da nicht rein. Das ist nicht optimal, kann ich euch sagen. Der beste Pick dagegen ist Nico. Aber warum? Ich würde gerne First picken sogar, wenn ich meine Naviri bekommen möchte. Naviri ist mathematisch der beste Pick in Korea. Hoffentlich kriegen wir sie. Nice, Mathematik. 53% Winrate, by the way, ne? Absolut crazy, der Champ. Mit First Strike gespielt. Und TP. Schauen wir mal. Runentechnisch, wo wir uns da bewegen. Sind das die richtigen Runen? Nee. Nee, ist mathematisch nicht richtig. Dann Impact, Treasure Hunter. Ne, das ist richtig. TP haben wir dabei. Itembild technisch, wir gehen Qmax into Emax. Und wir gehen Eclipse into Cleaver, gehen wir mit CDR Boots. Let's go. Oh, Jungle Xerath. Okay, seid ihr euch sicher, dass ihr diese Cam möchtet? Seid ihr euch ganz sicher, Twitchit? Ich kann euch diese Cam, kann ich euch anbieten. Das ist die super fertige Nerd-Cam. Fettige Haare, Bartansatz, Augenringe. Ich habe alles, ne? Ich habe alles am Start hier. Wir spielen gegen Fisch, okay? Melee-Matchup sollte gar nicht so schlecht sein, oder? Das ist im Übrigen der Übeltäter von vorhin, diese Red Bull-Dose. Die hat den ganzen Platz hier gerade voll gemacht. Ich kann euch auch sagen, ich habe mir Frühstück organisiert. Ist eine Packung Dorito-Chips. Die habe ich mir gestern oder vorgestern noch gekauft, damit ich was zu essen habe. Wenn ich jetzt heute Nacht aufstehe, weil ich wollte dann noch einen Stream machen nach der Wind-Challenge. Ich wusste nicht, dass wir die Wind-Challenge so gut gewinnen würden. Deswegen, ich dachte nicht, dass ich heute noch einen Stream machen kann. Habt ihr die Win-Challenge bei YouTube und? Naja gut, die 20 Stunden, weißt du? Ich glaube nicht, dass sie bei YouTube kommen. Ich fand, dieses letzte Spiel, das wir gestern gespielt haben, war insane, oder? Das war richtig geil, dieses Viewfinder. Hat so Spaß gemacht. Wir können jetzt hier in aller Ruhe dabbeln, so. Können das richtig schön ausklingen lassen. Heute gibt es einen kleinen Late-Nighter. Morgen werde ich den ganzen Tag über Korea unsicher machen. Könnt ihr gerne auf Instagram verfolgen, wenn ihr wollt. Machen wir eigentlich die Wölfe so eine komische Hitbox? Oder so eine komische Live-Bar? Nice, schöne Kills unten. So sehen wir das gerne. Wie lange hast du für Only-Up gebraucht? Ich glaube, 1 Stunde 30. Das war sehr free, Only-Up. Das ist, wenn du das einmal durch hast, ist wirklich sehr free. Habe ich das Gefühl. Und du diese ganzen Abkürzungen und so kennst. Oh mein Gott, ich habe keinen Flash, ich Idiot. Oh mein Gott, ich habe ja keinen Flash. Was mache ich denn? Heilige Scheiße, da wird die Mathematik aber sehr unglücklich drüber sein, über das Play. Vielleicht können wir ihn jetzt aber einmal cheesen. Ich muss immer noch die Wave auspushen. Let's try, Bro. Ey, das Gürteltier mit dem Kill. We like those. Das können wir einfach reinpushen. Let's go. Ich muss sagen, Naviri wäre ein Champion für ein Projekt gewesen, glaube ich. Also für so ein Kleinprojekt wäre die, glaube ich, echt geil gewesen. Oder für ein OTP-Projekt oder so. Die ist richtig, richtig interessant als Champion. Ich glaube, die ist auch richtig, richtig stark als Champion an sich. Aber die ist ein bisschen ungewöhnlich zu spielen, finde ich. Das wirkt so strong irgendwie, finde ich, Naviri. Die hat so einen krassen Stat-Check, wenn du ihre Ulti hast. Die hat so einen krassen Stat-Check, oder? Oh,
Ja, aber zurück, ja. Einfach warten kurz, 40 Gold. Das 40 Gold ist schon eine Menge, aber... Ich habe First Strike Brock bekommen, aber ich habe First Strike Brock bekommen, aber ich habe keinen Assist gekriegt. Naphiri ist statistisch gesehen der beste Midlaner im Spiel, ja. Tatsächlich, die ist mathematisch korrekt. Das ist der beste Midlaner im ganzen Spiel. Die ist richtig broken. Scheiße, ich hätte ihn fast gekillt hinten, nur mit den Wölfen, ne? Machst du dir eigentlich oft Sorgen, dass du zu wenig schläfst? Na gut, ich meine, es ist halt jetzt gerade, ich bin halt... Das ist halt jetzt so mein Abschied aus Korea die letzten paar Tage. Ich glaube, ich war relativ healthy in Korea dieses Mal. Ich habe durchschnittlich, glaube ich, so 6 Stunden geschlafen pro Tag und ungefähr 10 Stunden gestreamt pro Tag. Ich glaube, das war schon relativ solide. Richtiger Sparurlaub, ja. Jetzt können wir dann zurück nach Europa und dann mal richtig ranplotzen, ja. Ich fühle mich dieses Mal null ausgebrannt nach Korea. Das ist so ein geiles Gefühl. Ich fühle mich null ausgebrannt. Ich fühle mich richtig, richtig wohl gerade. Hier sind meine Cooldowns sehr low, I guess. Ah, ist schon besser. Der Mundin ist in den Busch gelaufen und hat ihm gezeigt, dass ich TP, sonst wäre er niemals reingeultet. Sonst wäre er einfach rangelaufen. Viel zu sagen, Batman. Okay. Also. Die Reise hat gekostet, die Flüge sind ungefähr 2000 Euro zusammen. Dann sind, das Airbnb sind ungefähr 3500 Euro. Dann, alle Accommodations, PC und Co. sind ungefähr 1500 Euro. Na? Also du hast 1500 Euro, dann hast du, 3500 und dann 2000 und dann 1000 Euro ungefähr Lebenskosten für einen Monat. Das sind so die Kosten. Das ist die Media. Soul ist unfassbar teuer, tatsächlich. Soul ist unfassbar teuer. Champion so, der macht so Spaß! Holy shit! Wie cool das ist! Das ist so cool! Die Naphiriti, stell mir die Frage, die den Twitchern am meisten interessiert, ist deine Reichweite durch diese Reise größer geworden? Ich glaube, ich habe diese Korea-Reise habe ich ein bisschen verkackt, ehrlicherweise. Ich hatte wahnsinnigen Hype, als ich angefangen habe, aber ich habe mich zu sehr tilten lassen. Weil ich einfach, ich bin hierher gekommen und ich war schlecht und damit bin ich sehr schlecht umgegangen, weißt du?
Das ist so mein Gefühl. Und ich habe sehr wenig drumherum organisiert dieses Mal, sondern ich bin einfach hergekommen und habe gedaddelt. Ich habe nicht wirklich was aufgebaut und organisiert. Wo war der Variety-Content, die Interaktion mit den anderen Streamern, so. Ich habe sehr viel Potenzial liegen lassen, diese Korea-Reise, würde ich sagen. Das heißt, ich hatte am Anfang die Möglichkeit, sehr gut Reichweite aufzubauen, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt nicht das super, also nicht effizient genutzt habe, ist die ein bisschen verstrichen. Und am Ende der Reise habe ich, glaube ich, wesentlich, also ich hatte weniger Zuschauer, einfach weil ich so sauer war in den Games. Ich war einfach sauer in den Games. Also ich hatte weniger Zuschauer als davor, obwohl ich in Korea bin. Nein, ich hätte Q machen müssen fürs extra Schild. Dieser Damage ist so nasty, ey. Der ist so nasty, mein Damage. Das macht so Spaß. Ist auch surreal das? Ich glaube, das hat auch mit der Dauer was zu tun. Ich glaube aber, so ein Monat ist ziemlich der Sweet Spot. Also ich glaube, wir haben diesmal eigentlich so die perfekte Zeit gefunden. Aber ich hatte halt so ein paar Phasen. Also ich hatte eine so Woche, würde ich sagen. Das war die Woche vor dem Push nach Challenger, dem ersten. Und dann nach dem Push nach Challenger. Die waren einfach sehr schlecht für die Zuschauer, glaube ich. Dieses Mal. Weil nach dem Push nach Challenger hatte ich einfach keinen Saft mehr. Also das habe ich schon krass gemerkt. Ich hatte einfach keinen Saft. So. Ich habe keinen guten Stream mehr gemacht. Und eine Sache, die mir dieses Mal passiert ist, ist, dass ich habe sehr viel geflamed. So, für meine Verhältnisse. Ich war sehr sauer in Korea dieses Mal. Ich meine, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Dieser Server bricht ein. Die Spieler hier sind sehr gut, aber es ist halt einfach so toxisch hier zu spielen. Ich weiß nicht, wie Leute sich das dauerhaft antun können. So, aber das wusste ich ja. Ich bin ja mit dem Mindset reingegangen und trotzdem, ne? Die Tage, wo ich mehr auf mich geschaut habe und meine Fehler waren, die waren richtig schöne Streams an sich. Auch wenn wir mal viel verloren haben. Oder als ich angefangen habe, das so ein bisschen lockerer zu nehmen. Aber das ist natürlich schwierig, das lockerer zu nehmen, wenn du noch nicht Challenger erreicht hast, ne? Wie hätte ich da die Kombo? War das so okay, die Kombo? Ich hätte einfach rauslaufen sollen, ne? Ich glaube nicht, dass es mit dem Tilten zu tun hat. Agurin streamt in Englisch und tiltet sehr viel. Ja, aber bei Agurin ist es so, weißt du, Agurin ist halt dieser Rang 1-Clan. Der hat das wirklich durchgezogen. So, der hat das wirklich durchgezogen und ich glaube, das spricht einfach sehr viele Leute an. Und warum blutet der so, hä? Irgendwie so. Nice. Naja. Hallo? Das Schaden, wenn beide Qs treffen. Der ist so knackig, ne?
ist so geil. Es ist einfach so ein cooler Champ. Er ist... Oh! Das ist so eine richtig einfache, simple Reset-Assassine, no? So richtig simpel. Ich hätte vielleicht auch noch killen können da, Wie funktioniert Naafiri? Also Naafiri hat diese Wölfe, ne? Und wenn du dein Q macht einen Schuss nach vorne, einen kleinen, der geht durch Minions durch, das ist dein primäres Wave-Clear-Tool. Dein Q wirfst du, das macht Damage in der Linie, markiert die Gegner, schickt, wenn es einen Champion trifft, die Wölfe los. Und wenn, du kannst du noch ein zweites Q, und wenn die Gegner, die markiert sind, getroffen werden, macht es extra Schaden. Und die Wölfe hüpfen auf das Ziel. Das ist dein primärer Wave-Clear-Tool und dein primärer Damage-Tool. Dein W gibt dir einen Charge auf einen Gegner. Das heißt, du sammelst dich mit deinen Wölfen und dann chargest du auf ihn zu. Dein E gibt dir einen kleinen Dash, Damage im Umkreis und heilt deine Wölfe. Und deine Ult verstärkt deine Stats. Das heißt, die Combo, die du machst, ist praktisch, dass du machst, ich glaube einfach W, Q, E, Q machst du. Und davor Ulti. Also R, W, Q, E, Q. Ich glaube, das ist die Combo.